So, willkommen zurück bei Let's Play Dragon Quest 6. Wir waren jetzt, ach genau, wir hatten im letzten Part dieses Minispiel ein bisschen gespielt. Ich war jetzt aber auch soweit, fertig mich in Somnia umzuschauen. Karte. Ach genau, die Herberge war da drin. Ich bin so doof. Hä? Ach so, so zeige ich mein Inventar. Okay, ich war gerade etwas irritiert, was für einen Knopf ich da gedrückt habe. Wir müssen ja jetzt gleich in das Schloss rein. Ich übernachte jetzt einfach mal, in der Hoffnung, dass wir nach der Übernachtung da dann rein können. Weil so kann man in Dragon Quest eigentlich immer gut Zeit totschlagen, indem man einfach irgendwo übernachtet. Okay. Da ist jemand drin. Ei! Erledigt! Genug gebetet. Zeit, dass es losgeht. Huch, schlafwandelst du oder was? Pass auf, wo du hinläufst. Den kennen wir doch. Das ist doch der Kerl, der ganz am Anfang... Erinnert ihr euch? Da bei Mordor und so? Warte auf mich. Ah, da sind schon diese Glocken. Amarok hört aus Richtung des Schlosses eine Glocke läuten. Das bedeutet, wir können jetzt rein. Denke ich, dass wir jetzt eingelassen werden in das Schloss. Wir mussten uns ja beim König einschleusen. So. Willkommen auf Schloss Somnia. Seid ihr hier, um euch dem Militär anzuschließen? Ja. Großartig. Hauptmann Schneidig wird sogleich drin seine Ansprache an alle Rekruten halten. Geht rein, das dürft ihr nicht verpassen. Gut. Das ist nämlich der einzige Weg, ins Schloss reinzukommen. Da muss man dann ein bisschen tüfteln. Hauptmann Schneidig wartet oben auf euch. Sonst überall zu, ja. Da stehen überall Wachen. Okay. Das scheint der Hauptmann zu sein, ja. Gut, Leute, hört mir zu. Seine Majestät König Somnus begrüßt alle potenziellen neuen Rekruten. Aber die Teilnahme am Kampf ist nicht so einfach wie hübsch bitte bitte zu sagen. Ihr müsst uns erst beweisen, dass ihr aus dem richtigen Holz geschnitzt seid. Zu diesem Zweck haben wir einen kleinen Test für euch vorbereitet. Oh, na wunderbar. Im Süden von Schloss Somnia liegt ein kleiner Ort, den wir Tutorial-Turm nennen. Man findet ihn, nachdem man ein paar Brücken überquert hat. Eure Mission ist es, einen bestimmten Gegenstand aus dem Turm zu holen und ihn mir zu bringen. Welchen Gegenstand, fragt ihr? Ha, das müsst ihr schon selbst herausfinden. Auf jeden Fall brauchen wir Soldaten, die nicht nur Muskeln, sondern auch Verstand haben. Der Eingang des Turms ist hiermit geöffnet. Wegtreten. Oh, die gehen alle da hinten lang. Okay. Dann werden wir jetzt auch mal brav Folge leisten, zumal wir jetzt gerade auch nirgendwo anders hinkommen. Da am Rand scheinen wir... anscheinend das Schloss nach rechts und links verlassen zu können. Ich will mich erst hier umschauen, ob hier noch was ist. Sagst du mir was Interessantes? Oh, haben Sie mit dem Rekrutentest begonnen? Ist es schon so spät im Monat? Anscheinend, ja. Wieso? Also, okay. Jetzt müssen wir mal eben den Tutorial-Turm finden. Was ein Name. Man ja einen etwas kreativeren Namen geben können. Ist das der Tutorial-Turm wohl? Ich muss jetzt mal schauen, wie ich da hinkomme. Zornzwiebeln! Bombs. Ha! Das war sinnlos. Egal. Diese Zornzwiebeln stehen auf sinnlose Aktion. Oh, mein Hals schon wieder. So. Gut. Da ist ein Turm. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kommen wir da hin? Oder beziehungsweise ist das wirklich der Turm, wo ich hin muss? Ja, ich schätze. Und noch mehr Zornzwiebeln. Klack. Los. Die verfehlen mich sowieso immer nur, was ich eigentlich nur praktisch finde. Schauen, wann ich wieder die nächste Stufe erreiche. Ich versuche
versuche jetzt mal an der rechten Seite da lang zu gehen. Vielleicht ist da irgendwie eine Rampe, wo wir rüberkommen. Ja, da ist eine Brücke. Das ist gut. Zwei listige Lümmel. Die nerven mich immer noch, weil die, mache ich nicht genug Schaden dran, dass ich die mit einem Schlag besiegen könnte. Muss ich, egal auch, wenn die nicht verteidigen, muss ich halt zweimal draufhauen. Das nervt mich irgendwie. Aber ich schätze, bald, wenn ich noch eine Stufe höher bin, dann one-hitte ich die wohl auch. So. Der wird da unten jetzt sein gleich. Schädelruh. Okay, hi. Känguru mit Schädel in der Hand. Okay. Ich dachte schon gerade, das ist jetzt deutlich stärker als die anderen, aber scheint nicht der Fall zu sein. Ich hoffe, dass ich gleich im Turm keine Probleme haben werde, wenn ich ehrlich bin. So, das hier unten noch irgendwo was. Ich schaue mir das immer alles ganz genau an. Ich meine, ich habe die Zeit ja eigentlich, denke ich. Und ein bisschen Training kann auch nicht schaden. Ich mache erstmal dieses Schädelruh weg, weil ich die Befürchtung habe, dass es vielleicht mehr Schaden macht als die anderen beiden. So, dann kommst du weg. Wow. Macht das Viech einfach Schaden. Freches Ding. Schon wieder. So. Gut, dann betreten wir jetzt mal den Turm. Gut. Willkommen im Tutorial-Turm. Okay. Entschuldigung. Ich versuche nur, hier eine unheimliche Atmosphäre zu erzeugen. Naja, egal. Viel Glück und den Segen der Göttin. Oh. Jetzt habe ich mich natürlich zu allem Überfluss auch noch erkältet, deswegen bin ich heute noch mehr als sonst am mich räuspern und so weiter und so fort. Da kommt man anscheinend irgendwann runter. Okay. Gehen wir mal rein. Oh, da oben ist der Kerl, habe ich gesehen. Das sieht nicht so aus, als ob man drüber laufen sollte. Monster! Fledermaus kenne ich schon, die ist okay. Ich mache erst den Wolkenketzer weg. Vorher, gut, der geht auch. Gut. Ich glaube, in Dragon Quest 9 gab es Viecher, die hießen Gizmo oder so. Das waren dann so Feuerdinger, so Feuerwolken. Und die Truhe ist leer, okay. Aber die Truhe ist leer. Okay. Da hinten liegt irgendwas. Oder irgendwer. Da liegt jemand. Ist der tot? Hoppala! Ich würde sagen, da hat es jemanden erwischt. Bei den Stacheln. Stumpflinge. Die sehen aus wie so fliegende Waldgeister irgendwie. Oh, die haben was drauf. Verdammt. Na, wenigstens Schwächling. Die Abwehrkraft sinkt. Na toll. Ja. Ah! Aua! Okay. Erst kommt das Schädelruh weg, das macht mehr Schaden. Oh, nochmal. Ach, du bist doch scheiße. Oh, schneller, schneller, schneller. Au, ah! Alter! Die Viecher sind ja jetzt mal richtig übel. Mit ihrer scheiß Schwächling-Attacke. Da hat definitiv jemand erwischt. Schauen, ob wir dem später noch helfen können, indem wir irgendwie die Stacheln da wegkriegen oder so. Rüppel. Das ist ein... Das sieht aus wie ein fliegender Hund. Kann das? Irgendwie schon, ne? Na, hat wenigstens nicht so viel Verteidigung. Gut. Also diese Schwächling-Attacke ist echt richtig fies, würde ich mal sagen. Oh, da ist jemand. Hört, in der dort selbigen Truhe findet sich gewiss der Gegenstand, von dem Hauptmann Schneidig sprach. Allein von hier kann ich ihn nicht fassen. Soll ich denn durch Wände gehen? Nee, wahrscheinlich sollst du eher dich in dem Labyrinth zurechtfinden, Jungs. Fünf. Okay. Das wird jetzt wahrscheinlich Klickarbeit und ich hoffe, die greifen nicht zu oft an, beziehungsweise treffen einfach nicht zu oft.
Ah, bisher sieht's ganz gut aus. Genau, geht in Abwehrstellung. Das ist immer eine gute Idee, finde ich. Dann könnt ihr nämlich nicht angreifen. Gut. So. Okay. Und noch ein Gegner. 5 Gegner. Oh, ich weiß gar nicht, wen ich jetzt zuerst wegmachen soll. Ich mach mal als erstes die Hunde. Oh. War wahrscheinlich eine gute Wahl, weil die mehr Schaden machen. Aua. Schießt mit Pfeilen auf mich. Blöder Köter. Fledermausköter oder so. Ach, verdammt so. Ja, ich glaube, ich muss mich auch bald schon wieder heilen. Ja, wenigstens muss ich nicht wieder gegen die komischen Waldgeister. Das wäre, noch schlimmer. Ja, der ist erst besser. Also ich one-hitte die, denn nur wenn ich irgendwie so 14 Punkte Schaden mache. Aber gerade habe ich zum Beispiel 12 gemacht und das hat nicht gereicht. Dann sind die wahrscheinlich ganz eng an der Grenze, dass ich die one-hitte. Ich nehme gleich erstmal ein Heilkraut, wenn ich hier fertig bin. So, jetzt. Das ist eine Schatztruhe Heilkraut. Ja, passt doch. Knopf, Knopf, Knopf. Der Knopf, genau. Benutzen, ja. So. Okay, da ist also eine Sackgasse, so wie es aussieht. Da hinten war aber noch eine Treppe, die man auch hochgehen konnte. Oder waren da sogar mehrere Treppen? Also da oben war schon mal auf jeden Fall einer. Ah, 13 Lebenspunkte haben sie also ziemlich genau. Gut zu wissen. Ich hätte trotzdem gerne Stufe ab. Oh, nö. Ach, komm schon. Blöder Köter. Gut. So. Jetzt machen wir nur noch das Schädelruh. Mit seinem Schädel in der Hand da. Ich finde, die Viecher sehen irgendwie interessant aus. Aha, Stufe. Ja, das ist gut. 8 LP, das ist richtig viel, glaube ich. Stärke 3, das lohnt sich. Ja, jetzt habe ich auch Schwächung. Jetzt kann ich den, glaube ich, auch die Verteidigungskraft ein bisschen kaputt machen. Oh ne, das ist ein Feldzauber, glaube ich. Verschiedenes. Attribute? Kampffähigkeiten, ja. Egal, ich schaue es mir auch mal im Kampf an. Ja, ist schon klar. Gehe ich mal hier hoch. Muss gleich aufpassen, dass ich nicht... Ich dachte, vielleicht könnte man da irgendwie durch, aber sieht nicht so aus. Ich gehe mal durch die andere Tür, scheint besser zu sein. Durch die oben. Okay. Also gehen wir durch die Tür oben. So. Ja, ich will auch eben hier gucken, ob hier auch nichts vergessen wurde hier. Oh, nö. Oh, nee, jetzt muss ich mich aber echt beeilen. Oder ich schneide den Kampf gleich einfach den Rest des Kampfes raus. Wenn ich den jetzt nicht schaffe, dann schneide ich den einfach raus gleich. Den schaffe ich nicht. Schon allein, weil die Viecher viel zu lange zum Angreifen brauchen. Okay, wisst ihr, was ich jetzt mache? Also, ich sag euch jetzt mal, ich mache den Kampf jetzt eben zu Ende, ohne dass das Ding läuft. Passiert eh nichts Besonderes. Also, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Adios!